Fahrzeug kommt von der Firma Maderis und wird uns oder unserem Team für die Foto hier zur Verfügung gestellt. Man macht also, dass es auch immer mehr wird. Es hat also den großen Vorteil, dass ich einen wesentlich geringeren Wasserbedarf habe, als zum Beispiel mit normalem Löschwasser und Schaum. Wenn ich also einen Wasserschaumgummisch fahre und damit einen PKW ablösche, habe ich ca. einen Bedarf von ca. 1000 Liter Wasser und ja, so 10 bis 20 Liter Schaum. Und hier werden wir sehen, dass wir nachher irgendwo im Bereich liegen zwischen 100 und 200 Liter Wasser und ca. 35 bis 50 Milliliter F500. So, das Fahrzeug ist jetzt angezündet. Ein normaler Fahrzeugbrand, also vom Entstehungsbrand bis zum Vollbrand, dauert ca. 4 bis 6 Minuten. Hier wird es jetzt etwas schneller gehen durch das Benzin, das also in den Innenraum geleert wurde. Aber 4 bis 6 Minuten reichen normalerweise immer wieder aus, um noch aus dem Fahrzeug rauszukommen, wenn man nicht angeklemmt ist. Wie gesagt, das ist einsatzabhängig. Und ja, unsere Jungs bereiten jetzt schon mal den Schlauch vor und schauen, dass sie Wasser am Rohr haben und dass auch das Gemisch stimmt. Wir fahren also hier mit einer Zumischung von 0,5%. Wenn also den weißen Film, dass jetzt einfach Boden bildet, also ist sofort Schaum am Rohr. So, und jetzt achten Sie mal auf die Zeit. Die Jungs beginnen jetzt, um die Nase ans Fahrzeug anzunehmen, aufgrund der Wärmebekannung durch das F500. Man macht auch eine dynamische Schraube vorhin und schaut, dass überall von der Netzwelle bzw. von der Netzwelle Wasser in mich hinkommt, um diese kühlende Wirkung zu erzielen. Also das Weiße, was Sie jetzt sehen, ist eigentlich zum Großteil nur noch Wasserdampf. Die Flammen sind eigentlich generell schon fast aus. Unterm Fahrzeug brennt es noch ein bisschen, das ist aber normal. Das, was er jetzt im Prinzip macht, sind eigentlich nur noch Nachlöscharbeiten. Und der Hauptbrand ist eigentlich schon aus. Da hat sich anscheinend unterm Sitz ist ein Metallbrand entstanden, da wahrscheinlich hier Magnesium verbaut wurde. Ja, das ist von hier schwer einzuschätzen, aber Sie sehen, wie wenig Löschmittel er eigentlich gebraucht hat. Steffen Thumann, fallet Sie mal der Handschuh aus und beweis mal. Und er legt die Hand drauf, ohne sich irgendwie zu verbrennen. Alex, wie viel Wasser haben wir gebraucht? 200 Liter, sagt er. Jetzt muss ich sich vorstellen, wir haben drei C-Schläuche da liegen. Das heißt, alleine 140 Liter Wasser, die sich in den Schläuchen befinden. Das heißt, wir haben also für dieses Ablöschen des Fahrzeuges gerade mal 60 Liter Wasser gebraucht. Sie sehen auch, dass da Hitze durchstand. Der ist mal dort. Vielen Dank.